Morgens, 8.20 Uhr in Duisburg. Es ist Regatta-WM. Der Deutsche Kahnverband zeigt, was er hat. Auf dieser Anlage werden zu der Finale 15.000 Zuschauer erwartet. Die Athleten aus 78 Nationen anführen werden. Darunter ein Schweizer. Gemeint ist der Fabio Wyss. Der 24-jährige Nidwaldner vertritt als einziges unser Land an dieser Elite-WM. Zwei Wochen vorher in Rapperswil. Der Fabio bereitet sich in der Schlussphase konzentriert für den Saisonhöhepunkt vor. Vor kurzem ist er von Nidwalden nach Rappi gezogen und hat klare Erwartungen an sich. Grundsätzlich Top 15. Dann, wenn ich ein gutes Rennen fahre und 15 wird oder in den ersten 15 bin ich zufrieden. Ich habe natürlich schon den Traum, dass ich Top 10 fahren kann und glaube auch, dass es nicht ganz unrealistisch ist. Es muss halt einfach wirklich alles zusammenpassen und dann kann er das länger und das wäre wirklich super. Ob es länger und super wird, hat sich heute Morgen schon mal angekündigt. Der Fabio startet beim Vorlauf über die 1000 Meter. Und fährt souverän. Mit persönlicher Bestzeit von 3 Minuten 31 und 87 Hundertstel macht er gerade auch die beste Vorlaufszeit von dieser WM klar. Ich habe jetzt nicht unbedingt geschaut, dass ich die Bestzeit fahre, persönlich und auch nicht für die anderen Vorläufe. Für mich ist es auch wichtig, dass ich ein gutes Rennen fahre, dass ich ein gutes Gefühl bekomme, dass das System auch schon mal alles richtig läuft, also mit Aufwärmen und so weiter, dass das gut läuft. Dass ich persönlich die Bestzeit fahre, ist schön. Doch falsche Euphorie soll nicht aufkommen, stellt Fabio klar. Ja, das ist mit dem Vergleich über die anderen Vorläufe, da macht man nicht zu viel Kopf. Also man weiß nie, wie schnell die anderen gefahren sind. Das ist nur Vorlauf, das ist nicht so wichtig. Oder? Aber ich bin sicher gut bei den Leuten dabei, das ist für mich mega wichtig. Auch für Selbstvertrauen, sicher für die Halbfinale. Mit persönlicher Bestzeit im Vorlauf stellt sich aber auch die Frage, machen wir da noch? Also von der Erholung her ist es, denke ich, kein Problem. Ich habe schon geschaut, dass ich nicht alles tue. Ich habe wirklich beim Endspurt noch schön gespart und nicht zu viel Schmerzen eingehen. Und jetzt von der Erholungszeit geht es relativ lang bis der Halbfinale ist. Und das Ziel ist, eben dort natürlich ein super Rennen zu fahren und dann bei der Ziellinie schauen, wo ich bin. Oder? Bei den ersten zwei innen bin, wäre natürlich super, ein Nachfinale zu fahren. Das wäre ein ganz grosses Kino, aber abwarten. Und wir warten noch bis um 10 vor 4. Dann startet der Fabio im Halbfinale. Die besten zwei Athleten qualifizieren sich für das A-Finale. Eine machbare Aufgabe für unseren Sunny Boy.